Ich muss ein Team zusammenstellen, aber allein kann ich derzeit nicht hochfahren. Sehen wir in London CTOS nach, wer verfügbar ist. Ich bin Claire Waters und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hacktivisten und angebliche Terrorgruppe DedSec. Colin ist in der Leitung. Colin, was meinst du dazu? Früher war meine Meinung, dass wir DedSec verhaften und sie in den Knast werfen sollen. Jetzt finde ich, man soll... So, nach diesem eindrucksvollen Intro auch nochmal natürlich herzlich willkommen zu Watch Dogs Legion von meinerseits. Und ich sehe hier schon ein kleines Spinnchen. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Cyberpunk. Hat vielleicht auch der ein oder andere von euch gespielt. War, wie ich finde, ja auch ein sehr interessantes Szenario. Und in eine ähnliche, wenn auch doch deutlich andere Gestaltung geht es mit Watch Dogs Legion. Es geht eigentlich so ein bisschen um ein Thema, was ich sehr interessant finde, was mich auch letztendlich dazu bewegt hat, dieses Spiel nach 4 Monaten Release, die ich verschlafen habe, nochmal zu Let's Playen, weil ich es eigentlich sehr interessant finde, wie das Spiel versucht, mit einem doch relativ aktuellen Thema umzugehen. Und ich bin mal gespannt, was für Antworten oder für Ereignisse man hier dann zu Gesicht bekommt und was man da vielleicht auch mitnehmen kann. Ich habe mich nicht, wie gesagt, so krass jetzt informiert, vielleicht ist es auch relativ unspektakulär. Ja, man kann ja so ein bisschen aus dem Intro schließen, dass wohl diese Albion Militärgruppe wahrscheinlich da diesen Anschlag geplant hat, den wir gerade durchspielt haben und uns da quasi zum Sündenbock macht, um selbst seine Macht zu erweitern. Zumindest könnte ich mir das vorstellen. Das würde sich für mich jetzt so am plausibelsten anhören. Aber ich bin mal gespannt, was am Ende raus gemacht wird. Vielleicht ja was komplett anderes. Mal gespannt. Aber als erstes müssen wir erstmal den CTOS-Datencluster hacken. Was ich immer interessant finde, gerade auch in den jüngeren Zukunftsvorstellungen, dass man doch für Datenübertragung immer noch physikalische Maschinen, wie jetzt zum Beispiel so eine kleine gesteuerte Spinne oder so, benötigt. Weil man sagt ja eigentlich immer, oder vor ein paar Jahren hat man ja immer so gesagt, alles wird kabellos, Strom, also Laden wird irgendwann komplett kabellos, also auch... Wir haben ja eigentlich so mittlerweile so ein Zwischending gefunden mit diesen, kontaktlose Ladestellen für Handys zum Beispiel, wo man natürlich jetzt nicht komplett kabellos ist, aber man ist auf jeden Fall nicht mehr nur ans Kabel gebunden. Aber das ist ja eigentlich mal so eine Idee gewesen, dass irgendwann alles kabellos ist. Datenübertragung ist natürlich zu einem gewissen Punkt schon kabellos möglich, aber natürlich auch nur mit Hardware, also komplett ohne Hardware geht natürlich auch nichts und am Ende ist es dann trotzdem irgendwie ein bisschen versteckt verkabelt. Aber ich glaube, man kriegt so ein bisschen die Idee. So, was passiert denn jetzt? Blume. Scheiße, es ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Ah. Da ist ja noch jemand. Du bist wohl DedSecs letzte Hoffnung. Okay, und damit sind wir im Character Creator. Okay, der sagt mir schon mal zu. Der hier auch. Der hat auch einen coolen Stil. Kann man jetzt echt hier nur so Feste machen? Normal konnte man doch immer... Was heißt immer? In Watch Dogs hat man eigentlich mal einen vorgefertigten Charakter gehabt. Das scheint sich geändert zu haben. Also man hat jetzt hier ein größeres Portfolio. Ich glaube, ich nehme... Ja, der ist schon cool. Privatpatient. Kürzere Teamgenesungszeit. Ach, die haben auch noch alle eine Dings. Krankenwärter, Großunternehmer, Songwriterin, Schuldeneintreiber.
Rugby-Spielerin, Podcaster. Eigentlich müsste ich ja hier den nehmen. Podcaster, so auf. Guck, und der hat auch so einen Drohnenruf. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass man als Let's Player vielleicht den Podcaster nimmt. Arbeitslose, okay. Taschendiebin. Dame der feinen Gesellschaft. Kauft kürzlich eigener Sportwagen. Eigenes Motorrad. Kurzer Hack-Cooldown. Drohnenruf. Also eigentlich ist die hier am coolsten. Vom Gadget. Weil ich irgendwie Bock habe auf ein eigenes Auto. Aber vom Stil nehme ich den. Komm. Und jetzt? Ah. Okay, die Musik erinnert mich jetzt auch ein bisschen an Cyberpunk. Also man hat es ja sicherlich bei CD Projekt Red ein bisschen Inspiration geholt für das Spiel. Ja. Schön, dich lebendig zu sehen. Wenn du noch entschlossen bist, Dedzek braucht dich. Ich schicke die Koordinaten unseres letzten Verstecks. Triff mich dort. In Ordnung. Ach, das ist aber cool. Hier haben sie Detailliebe reingesteckt. Musik machen wir mal aus. Weil... Weiß man ja nie. Weil, natürlich, in London, England, fährt man links und man sitzt rechts. Also es ist nicht nur in England so, beziehungsweise Großbritannien. Es ist auch noch ich glaube in Zypern ist es so. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Er fährt links. Er fährt ja wirklich links. Das ist ja mal cool. Gab's schon mal so ein London-Spiel? Ich weiß es gar nicht. Das Spiel sieht aber schon noch ein bisschen hier bearbeitungswürdig aus meines Geschmacks. Was ist denn hier los? Also grafisch sah das doch gerade richtig stark aus. Ich glaube, ich gehe mal kurz. Wir sind jetzt eh in der Open World. Ich gehe mal kurz in meine Grafikeinstellung. Was haben wir hier? Machen wir mal Ultra. Und was war das, was so viel gezogen hat? Das? Das? Das hier, gell? Texturauflösung. Das, glaube ich. Und, genau, Raytracing machen wir mal aus. Na, anwenden. Ach, jetzt. Pass auf. Jetzt habe ich das Spiel gecrashed. So, da sind wir zurück. Es gab leider mal wieder ein kleines technisches Problemchen. Okay. Ich habe aber eigentlich alles soweit hingebogen, dass es wieder funktionieren müsste. Ein bisschen buggy sieht es aber ein bisschen aus. Ein bisschen glitchy. Was ist jetzt los? Achso. Sieg einen aus. Und dann fahren wir mal hier rum. So, erstmal in die Map gucken, wo wir überhaupt hin sind. Das war auch eine schiefe Ansicht hier. Okay. Wo soll man hin? Okay. Verfolgung. Ein. Aber der zeigt mir keinen Navi. Also keinen Weg. Na gut. Dann versuchen wir uns mal auf den Straßen Londons mit Linksfahrgebot durchzusetzen. So, hier. Schranke, keine Ahnung. Na, guck hier, er hupt schon. Guck mal hier zurück. Kennt ihr das, wenn jemand hupt? Man hupt einfach zurück so. Ich mach das immer. Tatsächlich. Also nicht immer, wenn das jetzt sehr gerechtfertigt ist, dann natürlich nicht. Man fährt man natürlich auch mal, macht man natürlich auch mal einen Fehler auf der Straße, so ist es nicht. Aber ihr kennt das sicherlich auch, wenn es einem nicht schnell genug geht oder irgendeiner, hier, buff, buff. Ja, wenn er dann hupe ich natürlich auch zurück. Kenne ich nichts. Ah, zack, erste Schramme. Aber wir sind da. Es ging schneller, als ich gedacht hätte. So, wollen wir mal. Oh, ich muss schon sagen, neben seinen Sakko und alles. Das ist schon ein geiler Style. So. Ah.
keinen Mundschutz hier? Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu DedSec gehört, nicht einfach reinlassen kann. Die meint wohl ein Patch? Du musst es manuell außer Kraft setzen. So. Solange ich mir nicht die Hand aufschneiden muss, um ein uraltes Blutsiegel zu brechen, sollte das machbar sein. Edmund. Okay, die Stimme war von dem anderen Typen cooler im Intro. Das muss ich leider sagen. Drehen. So. So. Buff. Und dann müssen wir noch mehrere machen. Wo ist denn der andere? Da ist noch einer. Boah, ich glaube, das kenne ich aus dem allerersten Watch Dogs. Oder da war noch immer hier so mit Drehen und allem. Was gibt's hier? Gibt's gar nichts. Und das da ist geblockt. Entsperren. Müsste funktionieren. Und das entsperren. Drehen. Entsperren. Gott, das ist ja hier ein Aufwand. Oh, guck mal hier, ein Fässchen. Das sind aber ein paar Fässchen abgestellt. Hier, mach mal zu. Guckt mir ja jeder hier ins Haus. Wünsch mir Glück. Gott, das ist ja richtig geil. Richtig auf Oldschool. So, bin ich mal gespannt, wo wir jetzt... Ei, ei, ei. Ui, was ist denn hier los? Was ist das denn hier so? Crash-Dummies. Hallo? Jemand hier? Okay. Ich sollte den Strom einschalten. Der hier kann was? Da ist irgend so ein Lautsprecher? Keine Ahnung, was ist denn hier los? Ja, muss schon sagen, es sieht schon cool aus hier, gell? Also hier, Graffiti, fühle ich natürlich. Es sind auch so viele Crash-Dummies. Mitnehmen. Auf Buccaneer hört ihr The Bug. Hallo Widerständler, es ist wieder Bugzeit. Sitzt ihr bequem? Nein? Gut, so soll's sein. Hier ist The Bug. Ich bin Andy und mit mir seziert die Geschwüre an der Leiche des einst freien Britanniens, Alice. Hallo Andy. Heute werden wir mit euch über Albion sprechen. Dein und meine Freunde, Alice. Die Regierung hat Albions Vertrag verlängert. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Außerdem damit, dass Gewaltverbrechen auf einen Rekordwert gesunken sind. Albions Vertrag zu verlängern. Ist irgendein Let's Player? Vor, wie ein Hund oder irgendjemand haben, da aus dem nennen wir ihn doch YouTube-Bereich? Der einen jeden Tag beißt, um zu überlegen, wäre es nicht super, wenn Nigel Junge hätte? Dieser Vertrag wurde schon so oft verlängert, er sieht aus wie der Hals eines Politikers, der die Regierung kritisiert hat. Ich bin mir nicht sicher, wie diese Vertragsverlängerung Also irgendwie kann man das bekannt vor die Stimme. Bisschen. Albions Agent hat wahrscheinlich Stories an die Presse. Wird jetzt nicht Gronkh sein, aber unsere Lieblingsmiliz unter der Hand abwerben will. Die Regierung gerät in Panik und denkt, verlängern wir, bevor es zu spät ist. Aber hey, Gewaltverbrechen auf Niedrigstand, obwohl es vermutlich darauf ankommt, was man dazu zählt. Wenn man Gewaltverbrechen einschließt, die der Staat selbst oder Albion begehen, der geschätzte Vertragspartner für solch spottbillige und wertvolle Dienste wie Leute verprügeln anbietet, dann würde die Statistik wohl nicht mehr ganz so gut aussehen. Ich weiß nicht, Sie haben wahrscheinlich sogar recht. Wer hat heutzutage denn noch die Chance, Gewaltverbrechen zu begehen? Sobald du ein Obstmesser in die Hand nimmst, wirst du von einem Roboter getasert und abgeschoben, weil du bulgarisch aussiehst. Die Gesellschaft ist viel friedlicher, nur halt keine richtige Gesellschaft mehr. Ich will Einzelheiten über die Verträge wissen. Werden Sie pro vermöbelten Dissidenten bezahlt? Ein fester Betrag für jede zusätzliche Staatswillkür? Und wie hoch ist dieser Betrag? Was meinst du? Es scheint auf jeden Fall so, als müssten Sie ein bestimmtes Soll erfüllen. Wie hoch ist wohl der Pro-Kopf-Betrag? 99,95 Kryptos? Ein Schnäppchen. Scheint mir mehr als annehmbar. Vermutlich verlangen sie eh nicht zu viel. Weil es einfach toll ist, für sein Hobby auch noch bezahlt zu werden. Kommt ihnen sicher gar nicht wie Arbeit vor. Ich meine, wer braucht überhaupt noch Gewaltverbrechen? Das geht ja wirklich lange, gell? Hier, ist nicht in einer Minute gehört. Also, was hält der Premierminister von all dem? Fragen wir ihn doch. Hallo, Sie sprechen mit Downing Street Nummer 10. Hallo, ist der Premierminister zu sprechen? Ein Moment, sorry, Sie haben ihn verpasst. Er ist leider kurz mal ein Jahrzehnt weg. Oh, okay. Kann ich mit jemand anderem sprechen? Ja, natürlich. Wir hätten da eine zwielichtige Clique von Lobbyisten, die ihn kontrollieren und stärken. Toll, dann spreche ich mit denen. Andy, weißt du noch, als man Telefonstreiche spielen konnte, ohne dass Leute zu einem nach Hause kamen und einen halb tot prügelten? Oh, das war noch Zeit. Ihr hört gerade The Bug. Meinst du, der Premierminister kommt jemals zurück?
Ich glaube nicht, dass wir je einen hatten. Das ist ja hier ein richtiger Podcast. Was ist denn hier los? Was ist aus uns geworden, Alice? Schau unsere Politik an. Sollten wir nicht eigentlich die Mutter aller Parlamente haben? Also diese Mutter hat ihre Kinder mit Nachdruck im Wald ausgesetzt, damit sie von Wölfen großgezogen werden. Ich sag dir, das läuft nie so wie in den Märchen. Wölfe sind schlechte Eltern, wenn man nicht gerade ein Wolf ist. In dem Fall ist es gut, wenn man als Wolf großgezogen wird. Gebt eure Kinder nicht an Wölfe ab. Besitzt unsere Nation eigentlich noch etwas? Irgendwas, das wir nicht verramscht haben? Oh, wir sind mittlerweile so etwas wie ein homöopathisches Großbritannien. Immer weiter verwässert, bis nur noch Spurenelemente des Originals übrig sind. Aber es gibt irre Quacksalber, die behaupten, dass es so besser ist. Totaler Bull... Okay. Es geht ja wirklich 10 Minuten. Was ist denn hier los? Das ist aber auch ein bisschen übertrieben. Aber interessant, interessant. Die Stimme kam mir bekannt vor, wie gesagt. Vielleicht... kann das jemand in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr wisst, wer das eingesprochen hat. So, und hier sind wir dann auch zu Hause. Hier gibt es schon wieder so ein Ding. Mitnehmen. Okay. Also hier kann man sich echt ein bisschen was anhören. In der U-Bahn. Geil. Keine DedSec-Registrierung erkannt. Identifiziere dich oder ich verriegle die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig verhungerst. Sabine schickt mich. Ich bin ein Freund. Sabine lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin Bagley, DedSecs definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem DedSec-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Na gut, das hört sich ja ganz plausibel an. Ach, guck mal hier. Das Symbol kenne ich doch. Warte mal. Hä, das war doch in Cyberpunk immer, oder? Bei so Kisten. Ah. Haben sie aber gut inspirieren lassen. Oder andersrum. Diskette. Das Spiel New Skies wurde 1989 von der Londoner Firma BritPlay Software veröffentlicht. Das Ego Arcade Adventure erzählt die Geschichte eines Soldaten, der an einem Angriff der Menschen auf den Mars teilnimmt. Spieler müssen eine Widerstandsbewegung zerschlagen, indem sie geheime Alien-Waffenlager, Propagandamaterial und Marskommandanten vernichten. Das Spiel war ein gewaltiger Flop. Hoppla, ich habe gedacht, es kommt sowas richtig Krasses. In der Folge wurde BritPlay Software aufgelöst und der ehemalige Geschäftsführer startete eine neue Karriere im Geheimdienst der Regierung, wo man seinen Ideen wesentlich mehr Gehör schenkte. Das ist interessant. Ist das an die Realität angelehnt oder ist das einfach wirklich hier Fiction? Okay, das hören wir uns nicht immer an. Das, vielleicht, wenn ihr da Interesse habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann kann ich das immer mal so zwischendrin durchspielen oder vielleicht am Ende des Let's Plays. Guck mal, hier sind überall so Sachen. Aber wenn wir das jetzt jedes Mal hören, da haben wir ja zwei Folgen nur hier mit Podcasts und so. Warte mal, hier haben wir auch noch was. Maske. Ah, ich bin wieder im Netzwerk. Lade unsere Datenbanken und Nachrichtenarchive runter. Oh nein. Terrorgruppe DedSec verantwortlich für Bombenanschläge in London? Dalton Wolf ist tot? Da lasse ich euch eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Wer wäre denn so dreist, die Anschläge DedSec in die Schuhe zu schieben? Ich habe eine Erinnerungslücke. Nachdem Dalton... Na gut, seien wir ehrlich. Nachdem ich die Bombe beim Parlament entschärft habe. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, nachdem ich offline war. Bisher kann ich nur sagen, dass eine unbekannte Hackergruppe namens Zero Day beteiligt war. Ich glaube, Zero Day hat die Anschläge geplant und DedSec die Schuld in die Schuhe geschoben. Komm zu meinem Terminal. Sabine bittet um einen Videoanruf. Okay, also haben wir jetzt noch eine dritte Force? Oder ist diese Zero Day einfach nur so eine Tochtergesellschaft von diesem Albion-Typen? Ich bin mal gespannt. Das kann ja eigentlich nicht so kompliziert sein, oder? Es funktioniert doch immer so auf die gleiche Art und Weise. Als ob die jetzt hier das Rad neu erfinden. So, was haben wir hier? Upload? Ah, okay. Nee, das war das. Podcast.
Aber es hat schon sehr krasse Cyberpunk-Vibes. Also gerade hier dieses rote Licht. Ich glaube, das gibt's halt 1:1 in der, wie nennt man das, Werkstatt von Vic. Also wer sich ein bisschen mit Cyberpunk auskennt, wer es gespielt hat, der wird genau wissen, was ich meine. Also hier gibt schon eine sehr starke Parallele. Die Frage ist natürlich, wer hat bei wem abgeschaut? Legion kam, glaube ich, vor Cyberpunk raus, hat aber nichts zu bedeuten. Cyberpunk ist schon irgendwie 8 Jahre in der Entwicklung gewesen. Ich glaube, so lange haben sie mit Legion noch nicht geplant. Also Cyberpunk ist schon länger in der Entwicklung, als bevor das erste Watch Dogs in die Entwicklung ging. Ich glaube, das könnte sogar hinhauen. Krass, oder? Oder wahrscheinlich sogar ziemlich zeitgleich, aber Watch Dogs 1 ist ja nichts im Vergleich zu dem hier, so vom Setting. Verbinde jetzt mit Sabine Brandt. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Bagley. Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein. Aber die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen. Wir hatten keine Chance. Sie schossen alles, kurz und klein. Scheiße, Mann. Gut, dass du noch lebst. Ich floh durch die Kanalisation nach Camden. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und seitdem habe ich mich im Norden versteckt. Sehr klug. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. Hör mir zu. London glaubt, dass DedSec für die Bombenanschläge verantwortlich ist. Wer für sie arbeitet, läuft schnell unter Persona non grata. Hör zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich. Ich habe alles und jeden verloren. Am Ende sieht es so aus. London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn DedSec das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann's keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du? Manchmal muss man das Richtige tun. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei DedSec. Es wäre unverantwortlich von uns, dich nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine DedSec-Arbeit unerlässlich ist. Technik-Upgrades, Technikpunkte. Technikpunkte lassen sich überall in London finden. Benutze sie, um Technik-Upgrades zu kaufen. Geräte und Waffen. Kaufe Technik im Technikmenü, um Geräte, Waffen und Hacks zu erhalten und zu verbessern. Technik ausrüsten, um Waffen oder Geräte eines Agenten zu ändern, nutze die Bearbeiten-Funktion im Teammenü. Einmal erworbene Technik steht allen Agenten zur Verfügung. Das hört sich auch ganz gut an hier. So, 10 Technikpunkte haben wir bekommen. Und hier kommen wir ins Technikmenü. Was haben wir denn alles? Hier die Infiltrator Spider-Bot. Ich glaube, die hieß auch nahezu identisch so bei Cyberpunk. Die hieß nicht so, aber es war im Grunde das gleiche. Eine Jagddrohnen-Hex. Achso, das ist ein Heck. Und hier haben wir ein Wäffchen, eine LTL-68P DedSec-Pistole. Die kostet aber 15. Wir haben nur 10. Okay. AR-Tarnung. AR-Tarnung, die den Träger unsichtbar macht und ihn so dem Sichtkontakt entzieht. Das ist doch krass. Kaufen wir, oder? Ja. Ein neues Gerät ausrüsten. Klassische Herausforderung abgeschlossen. Gott, jetzt geht's aber los hier. So, wir sollen eine Waffe ausrüsten. Bearbeiten. Waffen. Oh, Technikmenü. Ja, aber die haben wir doch. Also, die haben wir doch ausgerüstet. Ein neues Gerät. Ach so. So, Technikmenü, ein neues Gerät ausrüsten. Ja, wie geht das? Geräte? Das geht aber nicht so, wie die sich das vorstellen, oder? Bin ich lost? Guck mal, hier ist ein Boxkampf. Was ist denn hier los? Also, eine Boxarena, besser gesagt.
So, auch hier wieder überspringen. Also hier bei Trimax versus Mickey, habe ich gehört. Es wird hier in dieser Arena in London ausgetragen. Und auch dann vor diesen Schaufensterpuppen, weil halt Lockdown und Hygienekonzept. Ist also eine relativ klare Sache. Spaß. Aber ich finde das schon relativ cool. So Geräte. So, jetzt habe ich das dumme Ding halt nicht... Ich habe das ja gekauft. Ich kann das halt jetzt nicht ausrüsten, gell? Und jetzt rüste im Teammenü ein neues Gerät aus. Lebe DeadSec wieder. Ich habe es irgendwie verkackt. Entschuldigung, aber... Im Teammenü... Ach so, ja, jetzt, okay. Das hat's geschimmert. Sie haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an. Nee, das finde ich jetzt aber Quatsch. Genau deswegen habe ich ja den Typen genommen, weil der so einen nicen Stil hat. Oberbekleidung. Guck mal, kann ich mir alles gar nicht kaufen. Outfits. Guck mal hier so, auf Arzt. Was ist denn hier los? Masken. Ah, guck mal. Was ist denn das? Oh, eine Ubisoft-Maske habe ich geschenkt bekommen. Hier so eine Schweinsmaske. Oh, was ist das hier? Preußen. Preußische Maske. Ich finde aber die cool irgendwie. Die nehmen wir. Ah, gut, das sieht vielleicht ein bisschen cooler aus. Du hast jetzt all das schicke neue Spielzeug. Ja, Moment, aber Moment, es ist Moment. Auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Albion dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Die knallen dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei DeadSec benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. Hast du schon Connie Robinson getroffen? Ihr gehört der Pub. Sie ist ein alter DeadSec-Kontakt und eine ausgezeichnete Amateurboxerin. Geh zum Übungsring, dann zeigt sie dir, wie du dich behauptest, wenn dich jemand verprügeln will.